Wie es dem Chemnitzer FC tatsächlich geht, das wussten viele der Sponsoren vor der Veranstaltung nicht. Die angespannte finanzielle Situation zwingt den Verein nämlich, in der nächsten Saison auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Was halten die Sponsoren von diesem radikalen Umbruch? Chemnitzer FC hat immer Geldprobleme, also das ist nichts Neues. Die kommen, denke ich mal, auch wie jedes Jahr trotzdem über die Bühne. Die Enttäuschung liegt erstmal etwas näher, ist richtig, weil man hat das Stadion eigentlich für andere Ziele gebaut. Man muss da durch, na, man muss sich auch den Aufgaben stellen, das fand ich positiv. Ja, und der Weg ist alternativlos. Es gibt aber auch Kritik an Romy Polster, der CFC-Präsidentin. Möglicherweise hätte die finanzielle Schieflage verhindert werden können. Wir haben einen Insider getroffen, der die Abläufe innerhalb des CFC gut kennt. Ich weiß, dass es darum geht, dass der Verein viel zu wenig Einnahmen aus dem Catering generiert und dementsprechend wirtschaftlich einen Schaden erleidet. Kann man das vergleichen, wie schlecht oder genauer beziffern, wie schlecht diese Ertragslage für den Verein ist? Kann man beziffern. Allein wenn man die Pokalspiele aus der Saison betrachtet, dann liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Der CFC wollte sich auf MDR-Anfrage nicht zu den Details der Catering-Erträge äußern.